Willkommen zurück zu GTA San Andreas. Yeah. Und wir sind hier vor der Fahrschule in San Fierro. Die ist hier nur ein Block weiter als unsere Werkstatt. Hier kann man übrigens noch ein Haus kaufen, mache ich demnächst. Und wir sollen ja jetzt hier in die Fahrschule gehen und ein bisschen Auto fahren lernen. Ja, ob ich das hinbekomme mit meiner Fahrkunst. Vielleicht bringt's ja auch was. So, was gibt's denn hier? Oh, schöne Bilder. Oh. Oh, MSLR, was stehen da? More speed, last haste. Oh. Man müsste richtig Englisch können. Okay, oh, hier eine Stadtkarte von San Fierro. Aber nur der nördliche Teil, glaube ich. Oh, ein neuer Flatscreen 3D von Samsung. Keine Ahnung. Oh, warum gucke ich mir jetzt hier das Büro an? Ich soll doch Auto fahren. Geht's hier raus, hä? Wo geht's denn hier lang? Ach so, hier geht's zur Fahrstrecke. Okay. Okay. Welcome to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Alles klar, also 12 Tests und wir müssen alle in Bronze bestehen. Wenn wir einen bestehen, wird der nächste halt freigeschaltet und wir machen mal den ersten. Was haben wir? Erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Steht da, also der 360er, 60er. Ich lache irgendwie zu viel in letzter Zeit, aber ist das ein Infernus? Ich glaube schon, die sehen so aus. Okay, wie mache ich das jetzt? Start, Alt, L. Ich probiere einfach mal. Benutze den Wagen mit der Hinterradantriebe, um Burnout zu vollziehen. Halte W und S gedrückt, um zu beginnen. Okay. So, seid gespannt. Ho. Oh, ich darf keinen Dings umfahren. Oh, das geht ja gut. Oh, mit Zeit. Was? Muss ich irgendwie stehen bleiben? Ach so, okay. Was habe ich denn? Was habe ich denn? 100, ach so, oh, ich hätte müsste Endposition. Oh Mann, bin ich dumm. Egal, 85%. Neuer Test verfügbar. Die nächste, ja. Der 180er. Erreicht 70% oder mehr, um zu bestehen. Boah. 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 Okay. Um einen 180er auszuführen, beschleunige auf die Höchstgeschwindigkeit, drücke die Leertaste, um die Handbremse. Kehre zurück. Okay, Höchstgeschwindigkeit, Leertaste drücken. Boah. Okay. Auf geht's. Das wird nix, das wird ein Fail. Fuck! Das gibt Minuspunkte. Fuck! Oh, bin ich so kacke. Wow, 37%, saugeil. und nochmal. Weil wir es ja können. Oh, zu früh. Boah, bin ich so kacke. Bin ich so kacke. Oh, zu. Ah, Mann, bin ich so. Boah, ich werde immer schlechter. Und nochmal. Und jetzt ein bisschen später. Das war immer noch zu früh. Okay, aber jetzt aber. Bleib stehen. Yeah. Boah, geil. Ist zwar echt schlecht. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja einen Abonnent, beziehungsweise ich habe ihn auch abonniert. Fuck, jetzt habe ich nicht geguckt. Welcher Kurs links ging. Auf jeden Fall, der zockt ja auch gerade GTA Decker 95 heißt er. Da bin ich mal gespannt. Der hat bestimmt alle 100%. Okay, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich machen muss. Ich gehe nochmal ran. Navigieren. Kannst du, okay. Konzentrieren jetzt hier. Kontrolliertes Schleudern. Was war das? Okay. Wir machen einfach mal nach rechts. Mach einen Powerslide um eine enge Kurve und halte ihn in dem markierten Bereich. Okay.
Oh, geil. Nein! Oh, geil! Sehr schön. Okay, ich will nur Bronze haben. Man braucht auch nicht mehr, um 100% zu schaffen. Bronze reicht. Reifenplatzer. Okay. Das sieht leicht aus. Das packe ich. Fahre zum Ende der Strecke. Auf halbem Weg wird ein Reifen platzen. Um mehr Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen, Mann. Gehe vom Gas. Okay. Vollgas! Und vom Gas. Fuck. Fuck. Und nochmal. Fuck. Fuck. Das war die Zeit war abgelaufen. Okay, jetzt. Yes, das wird was. Boah, sehr schön. 81%. Aber immer nur Bronze. Egal, das war jetzt die fünfte, glaube ich. 5 Runden Vollgas. Okay, das sieht. Wir machen mal nach rechts. Okay, 5. Und das machen wir mit der Handbremse. Mal schauen, wie hier die Zeitvorgabe ist. Also Decker 95, könnt ihr ja mal bei mir im Kanal gucken. Was? Hä? Warum war jetzt aus? Ach so, ich bin stehen geblieben. Man darf nicht stehen bleiben. Auf jeden Fall Decker 95, jetzt zum dritten Mal den Namen gesagt. Der macht das bestimmt mit links alles hier. Aber egal, ich hab's lange nicht mehr gezockt. Nicht stehen bleiben, CJ. Okay. Nein, fuck, das war fail. Fail. Fuck. Sorry, wenn ich jetzt zu oft fuck sage. Aber das muss so sein und das war sehr schlecht. Boah. Boah, das wird nichts, Leute. Lacht mich aus. Der Daniel wird am lautesten lachen, weil er eh immer lacht. Zumindest lacht er mich aus. Siehe Let's Battle Minigames. Falls ihr das noch nicht kennt. Letzte Runde und jetzt Konzentration. Nicht stehen bleiben. Boah! Gut, Schaden. Mit Schaden hätte ich geschafft. Also ohne Schaden. Wie viel brauche ich? 70%? Also die Zeit war okay, aber der Schaden und jetzt habe ich direkt nochmal. Nein, das wird nichts. Stehen bleiben. Und nochmal. Es kann noch ein bisschen dauern. Aber ich zeige das alles hier in den Parts. Beziehungsweise dann in den zwei Parts. Also die werden bestimmt noch schwerer, die Prüfungen. Boah, das sieht doch gut aus. Nicht aus Dingsbums. Nein. Oh, jetzt, es war so gut, es war so gut. Es war sehr schön und das, boah, nein. Nein. Es war doch so gut. Es war doch so gut. Es war doch so gut. Fuck. Okay, die ersten zwei Runden bin ich immer gut. Und dann irgendwie kommt der Schluderian in mich herein. Wenn man das so sagt. Ist mir jetzt egal. Komm, Concentration. Yes, das wird's. Das wird's. Nein! Nein! Ist noch drin. Nein! Wegen den scheiß 20% Schaden. Fuck. Nein. Boy. Langsam nervt's. Langsam nervt's. Ganz gewaltig. Langsam nervt's. Auf ein neues. Das war wieder in der letzten Runde, glaube ich, den Kegel umgestoßen. Ich darf halt einfach nicht unten auf die, boah nein, auf die Rundenzahl gucken, was ich gerade wieder gemacht habe. Das lenkt mich nur ab.
Komm, Junge. Nein, der war nicht gut. Aber jetzt. Nein! Immer wieder ein Kegel umgestoßen. Den darf ich nicht umstoßen. Dann klappt's. Dann klappt's. Ja, was sagt die Schwache? Boah, der war schön, ja. Es gibt auch ein SCH. Im deutschen Alphabet. Naja, eigentlich finde ich da. Oh, fuck. Boah, labe ich eine Scheiße. Oh, mich juckt's. Oh, nein. Okay. Nein. Boah. Decker hat bestimmt ein. Decker 95 hat bestimmt einen Versuch gebraucht. Und ich bin jetzt beim 8., 9. So in dem Dreh. Okay, jetzt lasse ich mir mehr Platz und drück nicht zu früh. Das, ja, das ist es. Das ist es. Haha, Silber, geil. Alles klar. Pylonen-Slalom. Ey, der hat einen umgestoßen. Okay, zurück und dann bestimmt nochmal parken. 70%. Wir machen nochmal nach rechts. Uhrzeigersinn. Schlängel dich rasch durch die Pylone und begib dich wieder in Startposition. Ja. Das machen wir neu. Weil wir es können. Boah, ich bin zu schnell. Da muss ich die Leertaste drücken, was ich zu spät gemerkt habe. Ich stehe gerade so drin. Hoho. Und die nächste. Der 90er. Geil. Oh je. Oh je. Oh je. Um ein 90er auszuführen, lass den Wagen innerhalb von 5 Sekunden in den Parkplatz schleudern. Oh, 10% hoch, geil. Okay, hier habe ich, glaube ich, sehr oft gefailt früher. Oh, 57, wir nähern uns ganz, ganz langsam. Ah, fuck. 68, okay. Nein. Oh, 0%, oh. Wie viel, 70? Der ist gut. Fuck. Ah, 61, fuck. Ich muss ein bisschen. Der ist gut, der ist gut, der ist schlecht. Warum? Nicht zurückfahren. Oh je. Ah, fuck. Ah, wegen Schaden, wegen Schaden. Dann hätte ich 80%, irgendwas über 80. Bremst doch. Oh Mann. Okay, das will ich aber jetzt noch in dem Part schaffen. Ah, wegen Schaden wieder. Wegen Schaden. Oh je. Komm, UCJ. Oder Guna. Oh Mann. Oh je. Okay, das wird wohl nichts mehr in dem Part mit der bestandenen Prüfung. Oh, fuck. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fuck, in dem nächsten Part geht's dann weiter mit diesem Test und yeah! Okay, mit diesem Test geht's nicht weiter, aber mit den nächsten. Okay, dann viel Spaß dabei und ciao, ciao.